Das Lkw-Fahren steckt in mir, wie von Geburt an. Mein Papa war auch Lkw-Fahrer sein ganzes Leben und ich habe schon mit 13 Jahren bei meinem Papa auf dem Betriebshof Lkw rangiert und gefahren. Und der steckt einfach in mir drin und das ist halt immer eine Herausforderung, vom normalen Baustellenverkehr dann in den Schwerlastverkehr zu gehen oder mit Überbreite über Länge zu fahren. Und das ist halt immer dieses gewisse Kitzeln, das dann da ist. Ja, man braucht das halt einfach, diesen Kick. Und der Kick wird immer größer und ja, und das ist halt einfach schon eine tolle Sache. Ich bin der Walter Kleinhens, ich bin bei der Firma Schick seit 2014 beschäftigt als Lkw-Fahrer und bin im Schwertransportgeschäft tätig. Also wir fahren jetzt mit dieser Y-Stütze, fahren wir hier im Werk los. Wir fahren dann ungefähr 30 Kilometer über die Landstraße bis zur B19. An der B19, da ist ein großer Platz, da wird nochmal die Ladung nachgesichert. Und dann fahren wir auf die A71 Richtung Autobahnkreuz Werneck. In Werneck fahren wir auf die A7 und die A7 Bibelried und dann auf die A3 Richtung Frankfurt. Und dann Frankfurt sind wir dann schon am Flughafen an der A5 am Frankfurter Kreuz und dann sind wir quasi schon auf der Baustelle. Die Mirrorcams haben Vorteile. Der größte Vorteil ist, dass Kurven, wenn ich um die Kurve fahre, dass die Kamera mitgeht. Sehr gut finde ich auch, dass man das Ende vom Auflieger einstellen kann, dass man beim Rückwärtsrangieren immer sieht, wo der Auflieger, wie weit man noch zurückfahren kann. Also das sind schon große Vorteile von den Mirrorcams. Ich fahre jetzt meinen zweiten Arox. Den ersten Arox, den habe ich 3 Jahre gefahren. Und jetzt habe ich seit 2019 habe ich diesen hier und ja, bin sehr begeistert von dem Auto. Allein schon mal von dem Platzangebot. Das ist schon ein geiles Auto hier. Und wie gesagt, mit der Leistung bin ich super zufrieden mit dem Auto. Der zieht gut. Also da gibt es nichts zu meckern. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.